Da haben wir schon das Material. Und Wasser habe ich auch dabei. Das ist okay. Ich brauche kein gutes Wasser. Also am guten Wasser mangelt es noch nicht. Ne, warte mal. Hol erstmal das da. Da könnte noch mehr sein. Geht's da noch weiter? Na, da wollen wir aber lieber nicht lang gehen. Fasern, sehr gut. Okay, langsamer. Da bin ich noch gar nicht lang gelaufen. Fleisch, endlich! Irgendwo habe ich auch noch das mal die Wertsachen. Ah ne, die habe ich schon gesammelt. Okay. Wasser habe ich erstmal genug, da kann ich wieder zwei, dreimal anbauen. Von daher lasse ich es erstmal. Da könnte ich Gemüse herkriegen. Noch ein Beet. Aber das kann ich auch mal anders holen. Oh, interessant. Ah, hätte ich jetzt noch eine Fackel dabei, könnte ich da raus. Wo auch immer ich hier bin. Warte mal, ich bin hier. Das ist noch ein Gemüsegarten. Okay, das ist gar nicht mehr schlecht. Ah. Was kann ich denn da machen? Dieses Tor führt einst zur Hochstadt zum Rest der Stadt. Leider wurde es von Triebwerkprojektil völlig zerstört. Trümmer und Dachenbalken blockieren den Weg von dieser Seite. Scheint es jedoch möglich, den Weg frei zu machen. Rückkehr zur Burg wäre so viel kürzer. Du säufst, vor dir liegen wohl einige Stunden Trümmerschaufeln. Aber die letzten Tage haben dich gelehrt, dich nicht zu beschweren. Der Weg ist endlich frei. Okay, scheiß auf die Medizin. Das Holz. Tieressen habe ich ja auch genug. Ja, ich kann nicht morgen die Wertsachen gegen was eintauschen. Ich habe ja noch einen Tag Zeit, bis es so richtig losgeht. Aber was habe ich jetzt freigeschaltet hier? Eine Bandage. Lass uns abhauen. Ja, bestimmt hauen wir in die Richtung ab. Hier ist die Wache da aufgefallen, oder? Aber vielleicht komme ich da wirklich durch. Oder bin ich jetzt hier? Ach, hier bin ich jetzt im Markt. Okay, dann werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall hier Gemüse sammeln. Ich brauche eine Schaufel. Ich habe sogar Fleisch gefunden. Okay, Flint. Trinken. 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 Essen kochen. Und wir haben Ratten. Das heißt, ich krieg Fleisch. Ja, Kimbo ist aber nur leicht verletzt. Mal gucken, ob ich noch mehr Rattenfallen bauen kann. Seine Krankheit wird schlimmer.
Sammel mal das da. Kann ich jetzt endlich die Rüstkammer bauen, dann kann ich dir vielleicht mal richtige Waffen geben. Kann ich sogar eine... Oh, das Ding ist ja richtig klein. Die kocht schön für sich hin, das ist okay. Weiter. Kräuter. Ich brauche noch mehr solche Dinge. Und du brauchst auf jeden Fall Medizin. Ich glaube, ich muss die Medizin mal mitnehmen. Haben wir noch Medizin? Kräutermedizin, ja, ist besser als nichts. Die nimmst du jetzt mal. Essen. Dir geht's noch gut. Sammeln. Ihr habt gegessen, gut. Dann machen wir jetzt mal was richtig Gutes. Ja, Kimbra ist ein bisschen verletzt, aber ist okay. Dir geht's bald besser. Du solltest jetzt noch was essen. Wir haben doch noch Essen. Und dann gehst du noch mal ins Bett. Du kannst mal gucken, dass wir hier richtig tolle Sachen bauen. Beziehungsweise erstmal nochmal eine Falle. Ich will eine weitere Falle. Flint, kannst du auch noch eine Falle bauen? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. So. Die Bastion braucht... Ein bisschen mehr Schutz schadet nicht. Was wollte ich jetzt noch bauen? Mehr Fasern. Sind da Fasern dabei? Das war nicht das, was ich gehofft habe. Oder warte mal, was brauche ich denn hierfür? Du kannst gerade auch nicht viel machen. Es regnet jetzt leider auch nicht mehr. Ein Bogen, das ist schon mal was Gutes. Rüstkammer verbessern. Okay, die Ziegel habe ich alle verbraten. Ich mache mal einen Bogen. Und du... Der Bastion geht doch jetzt gut, oder? Das sollte erstmal reichen, ja. Dann können sie einfach mehr Bögen einsetzen schon mal. Du machst noch mal ein bisschen Holz, beziehungsweise fehlt Brennholz und Sägeholz. Nee, mach. Flint wird hoffentlich jetzt mal gesund. Kimbra ist eigentlich auch nur am Arbeiten, aber die brauche ich morgen. Erstmal noch eine zweite Axt. Ein Tag, also morgen werden wir angegriffen. Brauchen wir Nahkampfwaffen. Hohe Moral. Ja. Ich gebe ihn auf jeden Fall immer zu essen. Ich bräuchte aber
Mehr Rattenfleisch. Ich brauche endlich die Fasern. Boah, die. Wie geht man denen dann nochmal? Dann sollten sie erstmal zufrieden sein. Wie steht's mit Essen? Ich habe nochmal Dürrfleisch, damit könnte ich noch was machen. Mit Bögen und Pfeilen kann ich auch arbeiten. So. Koch nochmal. Oder warte mal, wir brauchen noch mehr Brennholz. Jetzt Wasser und dann kochst du noch mal was. Flint ist jetzt hoffentlich bald mal wieder fit. Er geht nämlich langsam so ein bisschen auf den Sack. Wasser abkochen braucht man ja eigentlich echt nicht. Ein hochrotes Dörrfleisch. Sehr schön. Weitergraben. Ich brauche noch so ein Ding. Da könnte ich nämlich immer, wenn die nichts zu tun haben, sie da drin graben lassen. Aber heute könnte unser Gemüsefeld endlich mal fertig werden. Und das hier könnte auch fertig werden. Das heißt, ich kann da vielleicht ein paar Bandagen draus machen. So, auf jeden Fall nochmal was abgeben. So. Das. Das. Das, das. Dann haben wir erstmal keine Probleme mehr. Und dann sage ich nochmal, dass wir noch ein bisschen Material zubereiten. Braucht Ziegel und Eisen. Ja. Du machst mehr Brennholz, bitte. Ne, warte mal, du machst mir mal. Fehlen mir jetzt die Fasern. Eine super schöne Scheiße. Dann dauert das ja noch. Ich würde gern Neues anpflanzen. Mach mal nach den. Oh, ernten. Ernte Gemüse. Dann, ich glaube, dann baue ich noch mal Kräuter an. Brauche auch deutlich mehr. Zum Kauen, um den Hunger zu vertreiben. Heilt Krankheiten und Vergiftung wird im Garten. Ja. Brauche ich gleich erstmal keins mehr ernten. Aber wie geht der Dünger aus? Wer hätte das gedacht? Nicht besonders Nahrung, aber immer Nahrung. Ja. Kann ich hier einfach Probleme nochmal füttern? Dünger läuft. Wertsachen, ja. Ich will nur mal wissen, was ich brauche. Würde ich eigentlich noch mal machen. Ich brauche auf jeden Fall Fasern. Ich brauche massiv Fasern. Es könnte aber auch sein, wenn das Dürrgestell dann gleich fertig ist, dass sich das Faserproblem erledigt hat. Mehr Fasern, bitte.
Der pennt in der Stadt. Du durchsuchst die Stadt jetzt. Ja, du kannst auf dem Boden schlafen. Du fängst mal hier an. Ich brauche Material und langsam auch Dünger. Holz geht noch, aber auf jeden Fall Material. Ich guck mal, was ich eintauschen kann. Dann rennen wir noch über den Markt und das ist noch haufenweise Gemüse, das könnte ich aber auch später holen. Muss gar nicht so viel auskundschaften, habe ich das Gefühl, das war falsch. Was ist hier drin? Oh, okay, nehme ich auch. Billiger als eine neue zu machen. Auch gut. Medizin. Ach, die Schaufel habe ich ganz vergessen. Mal sehen, hat die neues Zeug. Eine schwere Rüstung. Hat Wasser überhaupt einen Wert? Oh ja, Wasser hat einen Wert, okay. Der scheint aber sehr gering zu sein, der Wert. Schon mal nicht schlecht. Ich meine, die Sachen hier brauche ich nicht unbedingt. Dann hätte ich auch wieder ein bisschen Platz. Da könnte ich drei Mahlzeiten zubereiten damit vor allem. Also 12 Mahlzeiten quasi. Machen wir das jetzt mal. Nach viel Zeit und Aufwand ist der Weg frei, aber deine Schaufel ist komplett verbogen und nicht mehr zu gebrauchen. Einige der kleineren Nebenkorridore sind noch immer blockiert, aber du hast keine Zeit, sie ebenfalls freizuräumen. Treppe zum Wache ist auch benutzbar. Alter, wer bist du denn? Du bist umgeben von toten Meatland-Soldaten und zerstörten Inventar. Die Ismir haben die Männer aus der Bastion, von denen Galbrick sprach, offensichtlich gefunden. Das Dach des Außenpostens scheint verlassen, doch dann erblickst du eine schmächtige Gestalt in einer abgewetzten Robe, die sich unter einem kaputten Tisch versteckt. Nähern. Es ist Jacob, der alte Schreiber der Stadtwache. Als du näher kommst, kannst du ihn verzweifelt schluchzen hören. Im abgehackten Sätzen erzählt er von dem Massaker. Diesmal haben die Soldaten anscheinend zum Außenposten verfolgt und sind eingedrungen, haben geplündert, getötet und Ausgang danach blockiert. Macht Jacob hier. Jacob hat deine Anweisung endlich bemerkt, aber er zuckt angsterfüllt zurück und beginnt zu schreien. Muss ihn sofort zum Schweigen bringen, bevor die Ismir auf dich aufmerksam werden. Ihn beruhigen. Bekanntschaft mit Jacob. Du tust dein Bestes, um ihn zu beruhigen und versuchst, dem alten Schreiber klarzumachen, dass du nicht sein Feind bist. Es dauert zwar eine Weile, aber das ist Erfolg. Jacob hört auf zu schreien und scheint endlich verstanden zu haben. Kommst du aus der Burg? Ich flehe dich an, bring mich dorthin. In der Burg ist kein Platz für Feiglinge. Du kannst ihm nicht vertrauen. Er ist gebrochen und wäre in der Burg nur eine Bürde. Die Entscheidung ist hart, aber notwendig. Trotz der Dunkelheit kannst du sehen, wie der letzte Funken Hoffnung in seinen Augen erlischt. Ein Funken, der erst kurz zuvor aufflammte. Der Schreiber hat endgültig aufgegeben.
und du kannst nichts dagegen tun. Wenn jetzt wahrscheinlich jemand von mir drauf geht, könnte ich ihn höchstwahrscheinlich holen. Ah, Ballista! Gut, da habe ich fast drei Teile, alle drei Teile zusammen. Was ist das? Ich habe eine Ahnung. Und ein kaputtes ich habe eine Ahnung. Und ich treffe zum Ausgang des Schachbustens. Ich weiß, wohin das führt. Das ist bestimmt der zu dem alten Viertel. Könnte ich wetten. Hier bin ich, genau. Dann hole ich mal das ganze Gemüse kurz. Verdammt, das wollte ich ja noch gar nicht machen. Brauche ich erstmal noch eine Fackel. Ich brauche auch Material. Ich muss gleich mal überlegen, ob ich was anderes hier zurücklasse dafür. Habe ich Material dabei? Kein bisschen. Aber hier kann ich beim nächsten Mal, wenn mal... hier kann ich noch ein bisschen was abziehen, auf jeden Fall. Ich vermute... Hier war doch irgendwo noch ein Schlüssel. Da oben. Da komme ich bestimmt mit rein. Ja! Der Schlüssel, den du dabei hast, passt perfekt ins Schloss und der Tunnel, der die Kapelle mit dem Tempel verbindet, ist jetzt zugänglich. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Wache ist. Okay, jetzt habe ich wieder Platz gehabt, kurz. Ah, das ist das hier alles. Ich muss zurück, ja. Gott, hier liegen aber viele Tote. Ich brauche ein paar. Ich muss hier mit ein paar Fackeln zurückkommen, das geht so nicht. Bandage. Okay, den gucken wir noch an und dann hauen wir erstmal ab. Hier komme ich wieder her. Perfekt. Lass uns an. Ich muss auch dieses Haus mal untersuchen. Ich meine, ich könnte ihm auch einfach Essen geben. Die denken ja, dass da alles kaputt ist. Von daher wäre es doch vollkommen egal. Der Feind greift bald an. Wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten. Der Feind bereitet sich auf den Angriff vor. Wir müssen unsere Soldaten unterstützen, um ihn aufzuhalten. So, Kimbra, du kochst erstmal was. Rose, du trinkst erstmal was. Danach kriegst du was zu essen. Woran mangelt? Oh, jetzt habe ich ernsthaft, jetzt habe ich keine Kräuter mehr. Flint. Dir geht's eigentlich schon fast gut wieder. Du holst dann was ins Wasser. Brauche ich Stein und Eisen, ja. Rose geht's gut. Flint, hör mal auf. Flint, du gehst wieder ins Bett. Du.
isst jetzt erstmal was. Rose, du kannst hier graben. Und Kimbra, du solltest dann... Oh, du bist traurig. Du solltest dann auch mal ein bisschen schlafen. Das ist eigentlich nur fair. Guck mal, ob du mir ein paar Fackeln machen kannst jetzt. Okay. Projektil im Anflug. Brandpfeile, okay. Mal gucken, ob was abbrennt. Oh. Schön, unser Kräutergarten brennt. Lösch das mal. Weiter reparieren. Und dann guckst du mal, dass du der Bastion noch was schickst. Oh. Super Pfeiler. Lösch mal das. Hör mal auf, schick mal der Bastion was. Einfach nur, um die zu verstärken. Kostet noch nichts, das zu reparieren, von daher freue ich mich einfach, dass es weitergeht. Was kannst du als nächstes machen? Arbeit fortsetzen. Also sie kriegen auf jeden Fall ordentlich auf die Fresse. Stehen noch bis zum Knien im Blut der Feinde, ja. Haben wir Fackeln? Fackeln haben wir. Brauchen wir noch Werkzeuge? Ich glaube passt nicht. Aber davon hätte ich gerne noch zwei. Muss morgen mal mit Fackeln losgehen. Gehen wir zur Seite. Ich muss dringend. Ich bräuchte eigentlich noch einen Hochofen, wenn ich so drüber nachdenke. Wie geht's euch? Du geht's super. Ich baue mal vielleicht noch einen Hochofen, weil das ist ja echt. Das dauert ewig, bis hier was passiert. Da fehlt mir aber. Nee, da fehlt mir Zeug. Mm-mm. Geh mal weg.